Noch vor wenigen Wochen war das Unternehmen des Kolumbus eine Sache zwischen ihm und den königlichen Kanzleien. Heute bewegt seine Unternehmung ganz Spanien. Ja, aber nicht so, wie er sich das erträumt hat. Das Volk liegt in allen Kirchen auf den Knien. Ja, aber nicht um das unmögliche Gelingen dieses wahnwitzigen Abenteurers zu erflehen, sondern um Gott um Gnade zu bitten für einen Vermessenen. Wenn diese Nacht vorüber ist, wird sich der Kiel dreier Schiffe nach Westen richten, um dem Ozean sein ungeheuerstes Geheimnis zu entreißen. Ein Narr hat sich das Recht erkämpft, sinnlos zu sterben. Dieser Mann gleicht einem Verurteilten, dem nur noch wenige Stunden gegeben sind. Die Nacht verbringt er im Gebet mit den Franziskanern. Morgen früh, eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang, wird er im Namen Jesu Christi den Befehl zum Lichten der Anker geben.